Wer sich für Gold oder Silber interessiert, und das sind ja mit die heißesten Märkte derzeit im Finanzkosmos, der sollte besser im asiatischen Handel anwesend sein. Mithin also nachts aufbleiben, denn heute haben wir wieder krasse Bewegungen gesehen. Gold und Silber nach oben geschossen, um dann aber wieder deutlich nach unten zu korrigieren. War das jetzt der letzte Schuss vorläufig eines überhitzten Marktsegments? Es strömt ja alles in Edelmetalle, Optionsvolumina auf Rekordhoch. Es gibt Rekordzuflüsse in ETFs, die Gold oder Silber abbilden. Also da ist einiges los derzeit. Auslöser dieser Hosse heute, dieser erneuten Hosse, die wir zumindest temporär gesehen haben, ist dieses Haus hier. Das ist das United States Mint West Point New York, also praktisch eine Münzeprägestätte. Und die haben verkündet, ja, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten mit der Münzproduktion, weil wir unsere Angestellten schützen wollen und müssen angesichts der Corona-Situation. Dementsprechend werden wir weniger verkaufen können. Es wird also weniger Münzen geben, weniger Gold- und Silbermünzen, und das hat den Preis nach oben gebracht. Heute, wie wir hier sehen, Gold, der Future zumindest, war schon an der 2000er-Marke, der Kassamarkt noch nicht. Aber wir sehen, man hat hier massiv reagiert, werden wir gleich in den Charts auch noch sehen. Und natürlich sehen wir insgesamt jetzt eine doch ziemlich starke Überkauftheit, gleitende Durchschnitte etwa bei Minen, bei Goldminenaktien, die im GDX, also diesem maßgeblichen Gold-ETF, abgebildet sind. Später erinnern, jawohl, meine Damen und Herren, dann klicke ich das mal ganz entspannt weg. Die sind also schon sehr, sehr heiß gelaufen, könnte man sagen. Wir haben eine solche Situation, nämlich dass drei Viertel dieser Aktien über ihrem auf 52 Wochen hochhandeln. Die haben wir eigentlich sehr, sehr selten gehabt in den letzten 25 Jahren. Also es ist natürlich jetzt einiges an Euphorie schon drin in diesem Markt. Die Frage ist, wird das so weitergehen? Es gibt natürlich gute, gute Argumente für weiter steigende Goldpreise, vielleicht auch Silberpreise. Hier sehen wir das zum Beispiel, eines der zentralen Treiber dieser Goldhorse, natürlich der Anleihemarkt ist. Hier sehen wir, dass wir jetzt ein Volumen von über 15 Billionen an Anleihen haben, die negativ rentieren. Wir sehen also, dass die Zahl, das Volumen dieser negativ rentierenden Anleihen wieder deutlich nach oben geht. Und das ist natürlich schick für Gold. Gold steigt meistens dann, wenn die realen Renditen, also die Renditen, die am Staatsanleihenmarkt geboten werden, minus der Inflation, wenn die negativ sind, dann entfällt das einzige Handicap, das Gold eben hat, nämlich keine Verzinsung zu bieten. Das wird dann praktisch egal, das spielt keine Rolle mehr. Wir sehen also, dass das durchaus eng mit dem Anleihemarkt verknüpft ist. Wir sehen natürlich, dass die Erwartung am Markt, wie hier die Deutsche Bank zeigt, dass die Fed ihre Bilanzsumme weiter deutlich erhöhen muss angesichts der Situation, in der die USA sind. Man rechnet sogar mit 19 Billionen Dollar. Derzeit sind wir ja so um und bei 7 Billionen, was die FED-Bilanz betrifft. Und apropos Anleihenmärkte und FED, wir sehen, dass sozusagen das, was die FED hier verkündet hat, was sie angedroht hat, nämlich die Yield Curve Control, also die Kontrolle der Zinskurve, dass das schon zu einem Absterben, wenn man so will, des Anleihenmarktes geführt hat. Wir sehen den Move, also das ist praktisch der WIX des Anleihenmarktes, also das Volatilitätsbarometer des Anleihenmarktes, ist auf ein neues Allzeittief gefallen. Wir sehen also, dass hier eine Eiszeit droht, wie Daniel Stelter das einmal genannt hat, dass wir praktisch die Märkte eingefroren haben. Und wir sehen auf der einen Seite eingefrorene Märkte, wir sehen auf der anderen Seite Märkte, die praktisch unter Feuer stehen. Das ist so dieses Dilemma, in dem wir derzeit sind, entweder auf der einen Seite Spekulation mit teilweise massiven Übertreibungen, auf der anderen Seite praktisch ein totales Einfrieren von dem, was man als Markt bezeichnen kann. Dann ist eben die Frage, ist das überhaupt noch ein Markt? Jetzt muss also Rettung her. Die Amerikaner haben ein Problem, ein stärkeres als die Europäer derzeit aufgrund der Situation mit Corona. Jetzt schlagen die Republikaner, schlägt Mitch McConnell vor, dass jeder Amerikaner nochmal 1200 Dollar bekommt, 200 Dollar dann pro Woche statt der bisherigen 600 Dollar. Heute will man sich treffen, nämlich Pelosi, Mnuchin, Meadows und Schumer, also praktisch die Führung
in der Republikaner und in der Demokraten. Aber die Demokraten haben in Gestalt von Schumer schon gesagt, also das ist völlig unausreichend, was hier vorgeschlagen wird. Die Demokraten wollen ja 3 Billionen Stimulus. Das Ganze hier würde 1 Billion kosten. Also mal Billionchen her, Billionchen da. Ist überhaupt kein Problem. Die Demokraten, wie gesagt, wollen noch viel mehr und sie wollen vor allem den Bundesstaaten helfen, die ja durchaus in Zahlungsproblemen sind. Warum den Bundesstaaten? Die sind teilweise hochverschuldet und sie sind gerne auch demokratisch regiert, die Hochverschuldeten. Dementsprechend wird das ein ziemliches Gezerre und es wird eben sehr, sehr schwer, sich hier zu einigen, denn man kann sich vorstellen, dass die Demokraten jetzt auch den Republikanern nicht gerade einen Triumphmarsch gönnen dürften. Wie schwer die Situation in den USA ist, sieht man hier in dieser Grafik. Die permanenten Geschäftsschließungen nehmen konstant zu in den USA auf Kosten der temporären, also immer mehr, die gedacht haben, okay, wir werden mal vorübergehend schließen, die sind jetzt gezwungen, konstant ihre Pforten zu schließen. Und wir sehen hier alleine an den Einkaufsmanager-Indizes für den Juni, dass die Situation nirgendwo so schlecht ist wie in den USA. Europa, UK und Japan sind da deutlich besser aufgestellt insgesamt. Wir haben das erste Mal vielleicht seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten eine Situation, wo die Wachstumsaussichten für die Amerikaner schlechter sind, wenn man von Wachstum überhaupt noch sprechen kann, aber auf jeden Fall die Aussichten für die Wirtschaft schlechter sind als die in der Eurozone. Dementsprechend sehen wir eben auch die Moves im Dollar. Und wir sehen jetzt die Berichtssaison in dieser Woche auf ihren Hochpunkt kommen. 37% aller S&P 500 Unternehmen werden berichten. Am Donnerstag geht dieser super Donnerstag, wo vier große Tech-Konzerne berichten werden, die 4,5 Billionen Marktkapitalisierung auf die Waage bringen. Heute haben wir 3M, AMD, wichtig aus dem Chipsektor, McDonald's, Pfizer, Starbucks, eBay und Visa. Also so erste bis zweite Reihe am Donnerstag, wie gesagt, ist dann das ganz große Programm. Interessant ist bei den Amerikanern, bei den Earnings Calls, also bei den Berichten der Führung der Unternehmen gegenüber Analysten, dass man die Situation als sehr schlecht einschätzt eigentlich. Hier ist nicht wirklich viel Euphorie am Start, aber es gibt sehr, sehr viel Hoffnung. Hier sehen wir, dass die geschürten Hoffnungen extrem sind. Man hofft also, dass die Situation viel, viel besser wird. Das haben wir gestern schon gesehen im IFO-Index, wo die Hoffnung viel ausgeprägter ist als die wirkliche Lage. Oder viel besser ist als die wirkliche Lage, das ist typisch. Ich konnte gestern ein kurzes Video über das Thema Hoffnung machen. Jetzt schauen wir uns ein paar hoffnungsfrohe Charts an. Was wir hier sehen, ist zunächst mal, was ist das? Der Nasdaq 100. Wir sahen zunächst mal eine Fortsetzung des Moves gestern nach oben. Hoffnung bei den Tech-Werten vor der Berichtssaison. 10.701. Der Nasdaq, wie gesagt, gestern 2% im Plus. Der Future, die anderen Indizes in den USA wenig bewegt. Der DAX kommt nicht so richtig aus dem Quark, 12.891. Die Musik aber spielt derzeit bei den Edelmetallen wie Silber. Hier sehen wir diese massive Bewegung. Booms ging es nach oben über die 26er-Marke. Jetzt sind wir bei 24,41, also mal eben fast 2 Dollar weniger. Also da ist eine Intraday-Bewegung von 8 Dollar am Start. Und das sieht jetzt hier nicht mehr so schön aus. Nachdem man hier die 26 rausgenommen hatte, droht hier sozusagen dann ein Absacker nach unten. Der Markt ist stark überkauft. Gar keine Frage, wir sehen ein ähnliches Kursmuster bei Gold, 40 Dollar tiefer nach dem dynamischen Anstieg heute Nacht. Wir sehen, dass der Euro derzeit handelt bei 1,1726. Also auch hier ein bisschen, nachdem wir gestern knapp die 1,1780 erreicht hatten, ein bisschen Gewinnmitnahmen und Crude Oil bei 41,44 Dollar. Wäre also nicht fürchterlich überraschend, wenn nach dem Spike nach oben jetzt erstmal diejenigen, die zu spät gekauft haben, bestraft werden, was die Edelmetalle betrifft. Ansonsten ist es so ein bisschen sommerlochig. Heute beginnt jetzt auf anderem Niveau die Berichtssaison in den USA, die aber wirklich dann erst ab Donnerstag richtig knallen wird. Oder da praktisch hier einen Hochpunkt erlebt. Ansonsten wird man schauen, was heute Gold und Silber machen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen großartigen Handelstag, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.